So Leute, willkommen zur letzten FM-Folge diese Saison. Wir holen uns heute Wir holen uns heute das Triple, gegen Mainz im Pokal. Wir müssen es heute schaffen. Ich habe mir fest vorgenommen, wir beenden diese Saison mit 3 Titeln. Und ja, nächste Saison wird dann extrem schwer, das zu halten, weil irgendwie haben wir dann nächste Saison die Verantwortung, dass das nicht nur eine einmalige Sache war, dass wir so überragend gespielt haben. Das wird schwer, aber wir holen uns jetzt erstmal den Pokal. Komm, wir gehen jetzt weiter. Die Mannschaft ist so krass drauf momentan, unfaire Spielweise. Oh. Jetzt geht's um die Wurst. Hört sich gerade eher so an, als würden wir in Stronghold irgendeine Burg stürmen. Aber wir sind im Olympiastadion Berlin. Gegen Mainz. 100 Punkte stärker. Wir machen das. Oh, nochmal. DFB-Pokalfinale. Ja! Ich bin heiß. Darf ich jetzt Musik anlassen? Dankeschön, Spiel. Bam, Junge. DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft ist immer noch... hat immer noch die Euphorie von der Meisterschaft und von dem gewonnenen Europa-Cup-Finale. Boah, wir sind krass unterwegs momentan. Das muss man einfach so sagen. 924er Stärke. Was soll man mehr sagen? Wir haben Manchester United weggeräumt. Wir machen gerade mal ein bisschen was auf Baukosten, damit wir hier nicht im Minus hängen mit den Baukosten. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Und ich würde sagen... das wird heute gut. Ich hab's im Gefühl. Zusätzliche Siegprämie gibt's natürlich auch wieder fürs gewonnene Pokalfinale. Also hier, wir hauen hier die Sachen raus. Natürlich, ich glaube, Mainz weiß ganz genau, was sie heute erwartet und stellt sich darauf auch natürlich ein. Wir natürlich überragend unterwegs. Vor allen Dingen Modest. Der ist hier nochmal, also auch Modest hat sich nochmal in den letzten Wochen nochmal einiges gesteigert, so was den Saisonverlauf angeht. Und das hat jeder in der Mannschaft. Und das ist krass. Also das so hinzubekommen, wirklich dann nochmal, wenn es auf die entscheidenden Spiele zugeht, nochmal mehr aus seinem Potenzial rauszuholen, das ist so krass. Und was, also so mal so ein kurzes Resümee zur Saison, die wir gespielt haben. Was mich überrascht hat in dieser Saison, ist ganz klar, dass wir, dass die Mannschaft, diese junge Mannschaft oder diese Mannschaft, die es eigentlich nicht gewohnt ist, in 3 Wettbewerben zu spielen, sich doch über die ganzen Wettbewerbe hin durchzusetzen. Also, dass sie dazu fähig war und sich immer weiter zu steigern. Und immer weiter diesen Spirit vom Gewinnen oder mal auch einen Rückschlag zu kassieren und danach aber wieder die Leistung abzurufen quasi, das ist krass. Na, also wir waren hier zum Beispiel hier die Niederlage gegen Bremen, ja, wo wir halt schon viel früher hätten auf Platz 1 sein können. Aber dann im nächsten Spiel wieder 2-0 gegen Gladbach zu gewinnen, ja, und dann Unentschieden gegen Dortmund rauszuholen, die zu der Zeit in einer ultra krassen Phase waren, davor aber noch gegen Feyenoord im Achtelfinale zu spielen. Oder dann hier solche Phasen. Ja, da durchzugehen, also das hat mich echt, echt krass überrascht, dass die Mannschaft das so durchgezogen hat und durchziehen konnte. Eins ist übrigens noch angeschlagen: unfaire Spielweise. Hector verliert. Ah, okay, also dieses Zeitspiel gefällt Hector nicht. Okay, tut mir leid, Hector, wollte ich nicht. Ja,
aber da war mir dann das Gewinnen wichtiger als die faire Spielweise, sehe ich ganz klar ein, ja. Machen wir diesmal nicht im Pokal. Den Pokal gewinnen wir ehrlich und wir haben ja nicht unehrlich gewonnen, wir haben ja nur auf Zeit gespielt. Der Satz macht keinen Sinn, okay. Ich sehe es ein, Hector, ist okay. Machen wir nicht mehr, weil wir sind auch fähig, das hier ehrlich zu rocken. Ist ja nicht so, dass wir Scrub sind, ne? Und wir machen jetzt nochmal, guckt euch mal unsere Teamdynamik an. What? Wir sind fast auf 600. Jo. Alles klar. Ja, und da holen wir Hector direkt mal die Moralpunkte wieder drauf, die er gerade verloren hat. Sané auch überragend. Ganz klar, Höger auch. Alle sind überragend in der Mannschaft. Selbst Maro, der kaum Einsätze gekriegt hat, auch er ist überragend. Ja. Risse spielt zwar nicht, haben wir noch jemanden, Merino zum Beispiel, möchte in Form kommen, ja natürlich. Aber das ist eine Sache, Heinz, nächste Saison, ja, da soll er sich gar keinen Druck machen. Baumann reden wir auch mal wieder mit, so, sehr schön. Gut, ich denke, wir haben sehr gute Voraussetzungen für das Spiel gegen Mainz. Und natürlich, ne, ich habe es gerade schon gesagt, nicht zu unterschätzen, ist eine starke Mannschaft. Kann uns auf jeden Fall auch wehtun und wir müssen einfach unser Ding machen, müssen unsere Leistung wieder abrufen. Ein letztes Mal diese Saison, dann können alle abschalten, aber ein letztes Mal diese Saison muss es passen. Und ich glaube, das wird es auch, weil die Mannschaft ist so gut und wir können hier das Triple klar machen. Die Mannschaft weiß, glaube ich, worum es geht. Wir haben alleine schon mit der Mannschaft jetzt die Meisterschaft und den Eurocup gewonnen. Das ist einfach. Na, wir machen wieder unser Ritual. Wir gehen golfen vorher, finden unseren als Trainer, unseren Ruhepunkt und gehen rein ins Spiel. Bis gleich. So, Leute, jetzt gilt's. DFB-Pokalfinale in Berlin. Mainz gegen den 1. FC Köln, gegen uns. Jetzt gilt's. Jetzt gilt's. So, wir sind nach dem Sieg oder nach dem Meisterschaftsgewinn und nach dem Sieg in der Euroleague natürlich euphorisch ohne Ende. Wir dürfen uns aber davon nicht blenden lassen. Wir müssen hier auch unsere Leistung zeigen. Und ich glaube wirklich, dass die Mannschaft das kann. Merino direkt mal zieht in den Strafraum. Lössl holt einen Eckball raus. Und ja, wir müssen heute einfach zeigen, dass wir es nochmal drauf haben. Wirklich, wie ich gerade auch vor dem Spiel gesagt habe, ein letztes Mal in dieser Saison müssen wir es zeigen, müssen wir es abrufen. Und ja, ich bin gespannt, ob die Mannschaft das so umsetzen kann. Also noch ist hier nichts gewonnen. Ja. Mainz, gefährlicher Gegner, kann natürlich auch die ein oder andere Sache hier bringen, natürlich. Gelbe Karte erstmal für Samperio. Taktisches Foul am Pazlak. Ah, die Noten sehen aber schon mal okay aus. Die Innenverteidigung vielleicht nicht ganz so gut. Aber Noten generell sehen schon mal okay aus. Ecke von Savia. Miranchuk will den Ball am Pfosten verlängern. Höger ist einen Moment eher am Ball und klärt die Ecke. Sehr schön gemacht, Höger. Sehr schön. Ja, halbe Stunde gespielt, momentan noch nicht wirklich irgendwas passiert. Großartig, Mainz momentan vielleicht gerade eher in einer stärkeren Phase. Samperio flankt weit auf Öztunali, der geht volles Risiko und haut das Leder in die zweite Etage. Da muss auf jeden Fall mehr kommen, auch in der zweiten Halbzeit schon von der Mannschaft. Also die erste Halbzeit war bis jetzt nicht wirklich viel. Donati muss ab sofort aufpassen, gelbe Karte für ihn, grobes Foulspiel. Ja, da muss er auf jeden Fall vorsichtig sein. Hector mit einer 1,5. Der Rest, offensiv, geht auf jeden Fall mehr bei uns. Aber auch bei Mainz, denke ich, wird mehr gehen müssen. So, wir lassen unseren Co-Trainer entscheiden. Die wirken unzufrieden. Ja, das müssen sie aber selber ändern. Ja, also die Mannschaft muss selber ändern, was sie verbockt hat. Zweite Halbzeit wird besser werden, sagt die Mannschaft. Oder man merkt das. Ich hoffe, sie setzen es um. Anthony Modest, heute unser Captain sogar. Mit einer 6, okay. Ne, Baumann ist der Captain. Ja, Baumann ist Captain.
gibt er erstmal Modest die Kapitänsbinde in der Kabine ab. Modest spielt aus dem Halbfeld steil in die Spitze auf Gnabry, vielleicht minimal im Abseits. Der legt aber zurück auf Mirino, der steht frei, der muss nur noch einschieben und macht hier das 1:0. Mikel Mirino mit dem 0:1 gegen Mainz hier im DFB-Pokal. Boah, Leute, war vielleicht minimal Abseits, könnte man jetzt drüber sich streiten, aber Mirino bediente erstmal Modest wieder. Der lupft perfekt über ihn hinweg, über Lössl und macht das 0:2. Jetzt geht es auf, Junge. Jetzt geht es auf. Anthony Modest ist auch im Spiel angekommen. Genauso wie Mirino. Ja, 0:2 mal eben schnell innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Clemens lässt Pazlak aussteigen, hält drauf, aus dem Pfosten. Ja. Kann man aber, denke ich, so machen. Schade, jetzt habe ich Podolski nicht mitgenommen. Den wollte ich eigentlich mitnehmen fürs Finale. Wollte ihm hier seinen DFB-Pokal-Final-Einsatz geben. Bell schaltet sich ins Angriffsspiel ein. Doppelpass mit Öztunali. Der Verteidiger zieht ab. Baumann ist aber am Pfosten. Hat den Ball locker easy. Ja, dann wird halt Modest durchspielen. Ich habe eben halt schon mal die Leute aufwärmen lassen auf der Bank. Was? Bungert? Eine harte Attacke gegen Modest. Das macht... ergibt doch gar keinen Sinn. Okay. Jean-Philippe Gambamin kommt rein für Öztunali. Wir hier nochmal mit der Möglichkeit. Angriff über Höger und Golovin. Flank nach innen. Unsicherheiten bescheren uns eine Ecke. Nächste Ecke von Pazak wird die kommen. Pazak schlägt die Ecke auf die Höhe des Elfmeterpunkts. Lössl kommt nicht entscheidend genug raus. Mirino Kopfball geht knapp am Pfosten vorbei. Schade, hätte er hier sein zweites Tor machen können, der Mirino. So, wir gucken jetzt mal. Modest wird zunehmend müde. Wir lassen ihn aber durchspielen. Wir lassen ihn auf jeden Fall durchspielen. Wir machen die Wechsel erstmal noch nicht. Balogun kommt rein für Bungert. Also Anthony Modest wird heute auf jeden Fall durchspielen. Córdoba geht raus. Dafür kommt Niederlechner rein. Kriegt dann direkt mal wieder die Sonderbewachung. Und wir wechseln jetzt auch mal. Bittencourt geht raus. Dafür kommt Bentaleb rein. Und Wanyama geht raus. Dafür kommt Sané rein. Machen wir mal den Doppelwechsel. Und bewahren uns nochmal eine Auswechslung auf. Für den Fall der Fälle. Falls noch irgendwas passiert. Ja, Modest ziemlich müde. Läuft wahrscheinlich gerade extrem viel. Aber ich denke, das wird er durchhalten. 90 Minuten. Auch wenn es natürlich langsam wirklich an die Substanz geht. Pazak läuft auf der rechten Außenbahn frei, erhält dann den Ball von Mirino. Flankt präzise auf Golovin. Der köpft aus 12 Metern in die rechte Ecke. Und macht das 3:0. Ich denke, damit war es das. Und wir holen uns unseren nächsten Titel. Krass. Krasser Scheiß. Die Spieler von Köln wirken gelangweilt. Alles klar. Wir wirken gelangweilt. Wir gucken mal, ob wir Modest nicht vielleicht doch auswechseln können. Ja, gut, wechseln wir Risse ein. Modest wird jetzt doch sehr müde und ich möchte da keine Verletzung riskieren. Das wäre unnötig. Spielt halt Risse jetzt mal im Sturm. Kommt da rein für Modest. Und dann gehen wir so zu Ende. Ohne unfair zu spielen. 0:3, ohne Zeitspiel. Hector hat es angemerkt, möchte das nicht mehr. Machen wir, respektieren wir. Brauchen wir aber auch nicht. Jetzt nochmal die Chance hier. Gabamin aus halbrechter Position, aber Baumann hat ihn zur Ecke abgelenkt. Xavier bringt nochmal die Ecke rein. Sané etwas zu kurz die Abwehr. Miranchuk aus der Drehung, Schuss ist zu schwach, leichte Beute für Baumann. Risse fliegt nach einem Foul von Bell, verletzt am Boden. Oh Gott. Risse, mach nicht sowas. Verletzt sich jetzt nicht. Gibt Entwarnung, kann weitergehen, sehr schön. 2 Minuten werden draufgegangen. Und dann ist es amtlich.
Leute, der 1. FC Köln ist nicht nur Meister, nein, ist nicht nur Euroleague-Sieger, nein, sondern auch DFB-Pokalsieger. Wir haben alle Titel geholt, die wir hätten holen können diese Saison. Bam, Junge. Bam. Und ich muss etwas leiser sein. Ich bin hier wahrscheinlich voll am Rumbrüllen, aber wir haben 8:30 morgens und ich weiß, dass mein Nachbar Nachtschicht hat. Und ich sollte vielleicht nicht so laut hier rumbrüllen. Aber geil. Leute, Nachbericht. Ich bin jetzt einfach weitergegangen. Ich habe nicht nachgedacht. Was war das? Das war eigentlich ein Spiel, was ich erwartet habe. 0-3. Ziemlich eindeutig. Ja, das Spiel war gar nicht mal so eindeutig. Wir haben aber unsere Chancen genutzt im Vergleich zum Gegner. Und ja, wir sind Triple-Sieger. Kann man mal machen als Köln, glaube ich. Beste Spieler. Leider keiner von uns. Chicharito auch hier überragend. Natürlich, also Chicharito war echt, hat eine überragende Saison gespielt. Kann man nicht anders sagen. Modest nur auf dem 13. Platz. Paslak sogar mehr Tore gemacht als Modest. Und wir gehen weiter. Komm. Komm. Ancelotti sagt, der Pokal gehört dem FC Bayern München. Okay, ich glaube, die sind im Champions-League-Finale Bayern. Das kann natürlich noch sein. Also einzige Trophäe, die sich Bayern holen kann diese Saison. Aber mehr auch nicht. So, und da feiern wir dann auch nochmal den 3. Titel diese Saison. Bam! Haben wir uns auch noch den 3. Titel geholt. Meine Fresse. Meine Fresse. War das krass. War das krass. Ultra. So, aber ich muss jetzt einmal kurz weg. Ich mache einmal kurz Pause und bin dann nach einem kurzen Schnitt sofort wieder da. So, Leute. Nach einem kurzen Schnitt, war eine kleine, etwas kleinere Pause für mich. Ultra. Was wir hier geschafft haben, unglaublich. Ich finde da gar keine wirklichen Worte für. Ja, kleines Resümee. Ultra krasse Saison. Ich finde da kaum Worte für. Die Mannschaft unnormal, der Spirit unnormal. Einfach nur eine Traumsaison, ja. Wir haben Triple geholt. Unbeschreiblich. Kann man wirklich fast nicht in Worte fassen, was die Mannschaft geleistet hat. Und noch leisten wird. Das ist ja dann auch noch die Sache. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig krass, was wir hier geleistet haben. Und ja, jetzt steht eigentlich an, Saisonübergang in die nächste Saison. Und ihr wisst, was das heißt. Livestream. Livestream, ich weiß noch nicht, wann ich ihn machen werde. Ja, ich gebe euch ja noch Bescheid. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wann es euch wieder am liebsten wäre. Ein Livestream abends, am Wochenende. Dann würde ich bis dahin erstmal Pause machen mit Fußballmanager bis zum Livestream. Am besten machen wir das wieder an einem Wochenende. Und ja, es bleibt nur zu sagen, auch danke, dickes Danke an euch alle, die gerade noch zugucken. Alle, die hier noch dabei sind, die kommentieren, die Daumen da lassen. Ja, die hier mit dabei sind, ne, danke an euch alle. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Livestream. Schreibt es in die Kommentare, wann es euch am liebsten wäre. Und dann machen wir den Saisonübergang. Der letzte, die Winterpause, die war ja ultra, also der Livestream, der war ja ultra geil. Also ne, aus einer geplanten halben bis dreiviertel Stunde wurden dann 3 Stunden. Und jetzt haben wir sogar noch mehr zu tun. Also könnt ihr euch schon mal auf einiges einstellen. Ja, ich muss mal überlegen. Ich habe jetzt viel im Voraus aufgenommen. Einfach, weil ich nicht abwarten konnte. Und ja. Ultra gut. Ich muss mal überlegen. Das müsste vielleicht an einem Dienstag oder einem Mittwoch kommen, die Folge hier. Und wir machen das am besten am Wochenende. Ich denke, da haben die meisten Zeit. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben,
Da mache ich jetzt auch mal irgendwie so eine halbe Woche oder Woche Pause. So ein paar Tage von Fußballmanager. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, wie immer, Daumen hoch. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, teilt das sogar. Ich meine, ich fange jetzt auch mal langsam an, damit Werbung zu machen. Ja, also wenn ihr Bock habt oder dass mehr Leute sehen sollen, teilt die Videos. Umso größer das hier wird, umso geiler wird das, umso mehr Interaktion mit euch, umso geiler, ne? Und ja, ich freue mich auf den Livestream. Wir machen den Saisonübergang. Ich mache jetzt auch hier direkt einen neuen Speicherstand. FC Köln Season 2. Und den werde ich dann mit dieser Folge hier auch freigeben. Und dann könnt ihr selber auch ab dem Zeitpunkt hier weiterspielen. Ich meine, mit dem ersten FC Köln, der den Triple gewonnen hat. Oder das Triple, meine Güte. Ich habe es heute auch einfach nicht drauf. Ja. Kann man, denke ich, auch einiges anfangen. Ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, habt noch einen schönen Resttag. Wir haben es geschafft. Wir haben Unglaubliches geschafft hier mit dem ersten FC Köln schon. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.